Diese Versammlung war ein Erfolg, und wenn wir im Vorfeld nicht so recht gewusst haben, wie viele Leute werden denn kommen, ist es denn möglich, für dieses Thema Leute zu mobilisieren, dann haben Sie mir heute hier den Glauben gegeben, dass wir dieses Ziel erreichen. Ein Europa der Bürger, ein Europa der Demokratie, ein weltoffenes Europa, dafür kämpfen wir. Es war die Sorge, schaffen es denn diese paar Bündnispartner, die Leute für ein Thema zu begeistern, in einer Zeit, in der man vielleicht über Germany's Next Topmodel und solche Dinge meint, sich den Kopf zerbrechen zu müssen. Nein, meine Damen und Herren, das hat alles vielleicht auch seine Berechtigung. Aber wir sorgen uns heute um die Zukunft unserer Kinder, wenn wir sehen, dass ein Kind, kaum dass es geboren ist, schon in Haftung genommen wird für einen Rettungsschirm, den die Großtante Merkel unterschrieben hat, ohne selber dafür gerade stehen zu müssen. Dann sagen wir, es liegt an uns. Es liegt an uns, unser Schicksal wieder selber in die Hand zu nehmen, um nicht nur aus dem Fernsehen zu erfahren, was denn in Brüssel wieder unterschrieben worden ist. Meine Damen und Herren, diese Leute sind auch nicht schlauer als wir. Im Gegenteil, diese Leute sind nun mal Mitglied irgendeiner Regierung, und diese Leute meinen, irgendwie das ganz große Rad drehen zu können. Diese Leute sind teilweise sehr geschichtsvergessen. Die wissen nicht, was vor 2, 3 Jahren versprochen worden ist. Und meine Damen und Herren, es geht uns darum, Politik für das breite Volk zu machen, für die Sparer, die ihr Lebtag lang dafür gearbeitet haben, dass sie zum Ende ihrer Berufszeit 100.000 Euro vielleicht oder 50.000 Euro oder 20.000 Euro auf der hohen Kante haben, um damit ihren Alterswohlstand ein bisschen zu untermauern. Und wenn dieses Geld in Geiselhaft genommen wird für eine Spekulationspolitik und dieses Geld, das in jahrzehntelanger Arbeit mühsam zur Seite geschafft worden ist, in ein paar Jahren vielleicht nichts mehr wert ist, weil hier in Billionen gerechnet wird und nicht mehr in Tausendern und in Hundertern, meine Damen und Herren, dann hat dieses System einen Strickfehler, und dann haben diejenigen, die dieses System anführen, einen Tickfehler. Und deshalb klare Botschaft. Klare Botschaft, wir müssen nachhaltige Politik gestalten. Das heißt, für unsere Kinder, für unsere Enkel eine Zukunft gestalten, die nicht mit dem Kuckuck zugeklebt ist, wo nicht jeder Euro schon verpfändet ist. Nein, wir wollen, dass die nächste Generation in Ruhe, in Frieden und in Wohlstand leben kann. Wir sehen das gefährdet. Deshalb, das soll heute die Auftaktveranstaltung gewesen sein. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung.